hier auf meinem Kanal. Zuerst wünsche ich euch einen wunderschönen ersten Weihnachtstag. Ich wünsche euren Familien Liebe, Glück, Zufriedenheit und vor allen Dingen unendliche Gesundheit in jedem Teil eurer Familie, Cousine, Cousins, Opa, Oma, Mama, Papa und natürlich weit drüber hinaus. Und für mich ist heute ein sehr besonderes Weihnachten. Es ist ein Weihnachten mit YouTube, bei YouTube und mit euch. Ich habe einige ganz, ganz tolle Menschen dieses Jahr kennengelernt. Nicht nur einige Abonnenten von euch, mit denen ich sehr viel Kontakt habe, wofür ich auch sehr dankbar bin. Vielen, vielen Dank, ihr Süßen. Sondern ich habe heute wieder ein Paket bzw. auszupacken, weil es wird jetzt live ausgepackt. Ich bin jetzt gestorben die letzten Tage, weil das war seit letzter Woche Donnerstag etwa da. Und das ist ein Paket von der Dana. Wir haben ein Geschenke-Weihnachtspaket auf auch anders wie bei der Alida haben wir so nicht nach Kategorien Sachen gesucht oder so. Wir haben uns einfach so beschenkt zu Weihnachten. Wie gesagt, ihr Video von meinem Päckchen verlinke ich euch ganz gerne unten, oben oder was weiß ich wo. Und geht auch sehr, sehr gerne bei ihrem Kanal hin. Sie ist wunderschön, mega talentiert und kann euch direkt zeigen, wie man das einer Perserin, eine persische Prinzessin machen kann. Sie schminkt sich unfassbar schön, ihre wunderschönen großen Augen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, Dana jetzt auf ganz persönlichem Weg dich kennengelernt zu haben. Du bist ein wundervoller, liebevoller Mensch. Lass dich auf keinen Fall in diesem Jahr von irgendjemandem ärgern, auch in dem nächsten Jahr nicht. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Gesundheit, Liebe und Freude, einen guten Mann an deiner Seite, weil Dana ist noch Single. Also bitte alle Posteingänge, ja, bitte direkt an Danas Adresse. Dana ist noch zu haben, leider, ich bin ja weg vom Fenster. Man möge es nicht glauben, dass diese wunderschöne Frau einen Mann sucht. Also wie gesagt, wer Interesse hat, kann gerne mir Post schicken und ich sende es dann weiter. Das ist einfach nur geil. Dieses Jahr war absolut crazy. Vergesst bitte nicht, heute kommt heute Mittag, ganz, ganz kurz im Anschluss um etwa 12 Uhr, kommt mein Verlosungsvideo online. Ich habe euch ja versprochen, nach der Verlosung mit der Tasty Tasty, mit der Laura, dass ich ein persönliches 300 Abonnenten-Special für euch habe. Und ich freue mich unnormal, dass ihr euch darüber freuen könnt. Und wenn ihr genauso curious darüber sind, was hier eigentlich alles drin ist, dann bleibt dabei. Abonniert in der Zwischenzeit ganz geschwind meinen Kanal. Und ihr süßen Weihnachtsmäuse, let's go. Das Paket sieht schon mal von oben aus riesig, riesig. Das Wichtigste von allen Sachen, neben den Geschenken, Süßigkeiten! Und zwar einmal Wunderland-Veggies. Ich finde die unnormal lecker. Also das sind diese Einhorn-Veggie-Dinger. Richtig, richtig geil. Die finde ich auch richtig geil. Und zwar sind das die Milchgeister. Die werden meine Nichte und ich platt machen bei unseren geilen Kino-Sessions. Und, oh, das ist nichts für mich. das, so wie die Alida auch, hat sie mir ein Knabbermix. Und, oh, ich bin ganz böse, Dana. Weißt du, wie ich die Dinger immer nenne? Scheißbollen zum Essen. Das ist echt geil. Und das sind Packen solche Schmackos. Und vielen, vielen Dank im Namen von Aramis, Anubis, Milo, Lili und Kenai und von Eli. Danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen für diese Sachen. Und, das esse ich alleine. Und das Allerwichtigste, ich werde jetzt definitiv erstmal die Karte auspacken. Also, auf der Karte steht an meine Pocahontas Jenny. Also, Danas Lieblingsfigur ist Ariel. Deswegen nenne ich sie auch immer wieder Ariel. Und schaut mal, wie süß die Karte ist. Der sieht aus wie mein Papa! Und sie ist unnormal süß und sie hat auch wunderschöne Arschlange, dunkle Haare mit so einem leichten bräunlichen Rot-Touch. Also richtig, richtig hübsch, das Mädchen. Und ich lese euch jetzt super, super gern die Karte vor. Oh, die hat so viel geschrieben, Leute. Mein Gott, wie kann man nur so Zucker sein? Hallo, mein Engel. Weihnachten bedeutet für mich, an meine Lieben zu danken und das tue ich immer bei dir.
an meine Lieben zu denken. Oh Gott, ich kann nicht mal lesen. Ich wünsche dir, Marc, deinen Babys und deiner ganzen Familie besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dich zu treffen bzw. kennenzulernen zu dürfen, war mein absolutes Highlight dieses Jahr. Du bist die Schwester, die ich immer gewünscht habe. In Liebe, Dana. Vielen, vielen Dank, Schatz. Das bedeutet mir sehr viel. Der Unnormal. Richtig, richtig süß, wirklich. Menschen zu treffen hier bei YouTube ist etwas sehr, sehr Besonderes und ist auch etwas sehr, sehr Risikohaftes, weil ihr trefft Menschen, die mit euch eigentlich nur zusammenarbeiten wollen, weil ihr vielleicht Abonnenten bringt oder sonst irgendwas. Und es gibt halt Menschen, die ihr halt extrem in euer Herz schließt, weil ihr nicht nur mit denen halt Projekte habt, sondern einfach halt auch irgendwo total viel teilt. Also es ist nicht nur so, dass man dann anfängt, nur wegen Tauschpaketen miteinander zu schreiben, sondern es ist jetzt wirklich so, dass man halt auch persönlicher wird, man schreibt, man sagt sich so viele tolle Sachen und auch private Sachen, Ängste, Sorgen. Und darüber entstehen tatsächlich extreme Freundschaften. Und Dana, vielen, vielen Dank. Du musst mich echt zu trennen. Das ist ganz schlimm. Ich bin da echt voll der Weichkeks. Und ich mache jetzt mal weiter, sonst löse ich mich gleich meine Bestandteile auf. Ist ja furchtbar. Und dann habe ich noch einen Beauty Case, damit zumindest mal meine Kajalstifte für meine Looks mit können. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen mehr Licht an. Wie ihr hört, hat mich wieder der Geist der tollen Weihnacht erwischt. Das ist ein Beauty Case. Ah! Das ist ein Case in Case in Case. Oh, I love you, baby. Und zwar sind da Pinsel. Da sind süße kleine Pinsel dabei. In Formen, die ich jetzt noch nicht habe. Das ist richtig cool. Oh, Leute, ich brauche ein Tempo. Dana macht mich fertig. So. Make-up ade. Schäbers. Und zwar sind hier richtig, richtig schöne Täschchen. Und da ist noch ein kleiner Mirror, das ist sehr, sehr geschickt. Vielen, vielen Dank, Schatz. Ich habe tatsächlich, das sind so Sachen, die ich nicht so viel habe. Das kann ich auch direkt verschwinden lassen unter meinem Tisch. Ist nämlich diese Packung, wie heißt das? Dieses Schubladenorganisator-Ding. Das läuft mir halt knallhart. Oh mein Gott. Dana war mit ihrer besten Freundin, war sie in Köln. Ja. Und ich natürlich knallhart. Boah, warst du schon im Nix Store? Warst du schon im Nix Store? Und dann sagt sie irgendwie, ja, ich war, aber nur für dich. Are you nuts? Du kannst doch nicht in den Nix Store gehen, ohne was für dich zu kaufen. Also, diese Nix Store-Tüte, die habe ich in der Hardcore-Größe oben. Sie hat etwas gekauft, was sie meinte, dass ich wahrscheinlich noch nicht habe. Also, diese Tüten, Leute, behaltet sie. Die sind eine unnormale Erinnerung. Ich hab den noch nicht. Das ist ein NYX Cosmic Metal in einer kranken Farbe. Zoomst du mal bitte, mein Freund. Ah. Und zwar in der Farbe 02. Ich bin ja immer noch am Testen, ob diese Bitch hier zoomen möchte oder nicht. Und zwar ist das die Cosmic Metals unterscheiden sich halt von diesen metallischen Lipglossen extrem, weil die gröber im Glitzer sind. Aber für so Effekte sind die unnormal cool. Meine Nase läuft jetzt einfach nachher. Und ich habe davon keinen einzigen. Oh mein Gott. Schaut euch das bitte an. Kann man mal bitte sagen, wie geil das ist. Vielen, vielen Dank, Schatz. Ich brauche Platz. Ich muss ausbauen, habe ich festgestellt. Aber die Dana weiß ja, wie wenig Platz ich hier in meinem Zimmer habe, dass ich bald auf meinen Sachen draufsitzen darf. Also, oh, ich kriege die auch unnormal schlecht ab. Was ich aber auch schon gesehen habe, dass manche diese Produkte benutzen, um eine Eyeshadow-Base zu setzen. Also ihr könnt das auch knallhart einfach als Eyeshadow benutzen. Das habe ich jetzt schon gesehen. Und so, die nächste. Da steht, so süß wie du. Kann man mal über das Papier sprechen? Das ist verübelst süß. Dann hat mir nur geschrieben, ich habe das Papier gesehen und habe sofort an dich gedacht. Handcreme-Zauberei. Das ist eine unnormal süße Einhorn. Wie heißt das?
Oh, ich kann nicht riechen, Leute, glaubt ihr das? Und zwar, ich hatte die mal irgendwann, die ist aber leer mittlerweile. Die riecht total nach Sugar, Sugar ohne Ende. Ich habe auch das passende Zebra dazu. Das war mal eine LE vom Lidl oder so. Und ich habe meine Backups jetzt aufgebraucht. Ich bin voll angepisst. Vielen, vielen Dank, Schatz. Also ich stecke die mir gleich in die Arbeitstasche. Frag mal die Alida, dann stelle ich dieses Teil neben meine, wie heißt denn das? Lebkuchenmännchentasse. Das ist so gut, steht da drauf. Und, ein BB, sanftes Peeling, reinigt gründig und entfernt sanft abgestorbene Hautschuppen, macht die Haut geschmeidig. Mein liebes Baby, das stecke ich mir jetzt auch in die Arbeit, weil ich habe nämlich tatsächlich unnormal Bedarf auf solche, da steht auch Mischhaut und ölige Haut, die Dana weiß, was für eine Haut ich habe. Weil meine Haut wird, ehrlich gesagt, weil ich ja in der Nacht komplett schaffe, habe ich echt das Problem, dass meine Nase schon wegläuft. Seht ihr, das ganze Make-up ist weg. Dass ich schon wieder das Problem habe, dass ich immer wieder komplett ölige Haut bekomme. Ihr seht ja, ich habe auch gerade total die Pimpels in der Fresse. Also ist gerade echt schlimm. Also vielen, vielen Dank, Schatz. Das wandert auch in meine Tasche. Weil vom BB habe ich wirklich die letzten Sachen zu meiner Teenagerzeit gekauft, muss ich echt sagen. Hoffentlich hast du sie noch nicht. Also ich habe ja enorm viele Lidschattenpaletten. Die habe ich nicht. Oh, wie cool. Also, ich habe von ihr, von Essence, von der Winter Dreaming LE, habe ich diese unnormal schöne, wie heißt das? Ich habe die auch schon geswatcht im Laden. Ich habe die tatsächlich nicht. Ich hätte sie jetzt mir vor ein paar Tagen tatsächlich gekauft, weil ich einfach dieses Carport total süß finde. Schatz, du hast schon eine richtige Freude damit gemacht. Ich habe die tatsächlich nicht. Also Dana und Alida und auch die Laura, wenn sie irgend mir was kaufen, beziehungsweise die umgehen eigentlich Lidschattenpaletten komplett, weil sie halt immer sagen, ja, man kann nicht wissen, ob du das auch hast. Diesen Essence Definer Brush, den finde ich richtig gut. Das war auch so ein Grund, weshalb ich sie mir wahrscheinlich überhaupt gekauft hätte. Das ist so ein Pinsel, den ihr unnormal hier gut benutzen könnt. Also das ist kein Shit, Leute. Das ist jetzt nicht so ein hässlicher Sponge. Aber schaut mal, wie cool die Farben sind. Das sind wirklich tolle Rosé-Töne. Und es geht bis in so ein Sparkling-Schwarz rein. Also unnormal schön, Schatz. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt auch hier gleich in meine Riesenpackung so, Nase putzen. Weiter geht's. Und da ist für eine schöne Frau... cool ist das denn? I love pink marshmallow. I have to smell. Ist das Dusche? Bath and Shower Cream. Das riecht geil. Das ist irgendwie... Was steht denn da drauf? Da steht Delicious Pink Marshmallows. Und das riecht aber so leicht himbeermäßig. Vielen, vielen Dank, Schatz. Da stelle ich mir jetzt in die Dusche. Und dann rieche ich nach Marshmallows. Fand sie immer Hammer, so wie dich. Oh. Ich kann nicht. Was ist das denn? Auch wieder etwas, was ich nicht habe. Und zwar... Das ist auch mein Geschmack. Schaut mal, sie hat mir von Youstar, das ist eine Marke, die ihr bei Douglas beziehen könnt, da habe ich auch zwei, drei Paletten, die richtig gut sind. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dazu irgendwie eine Review möchtet. Weil ich habe da einige Produkte von. Das ist praktisch schon ein Make-up-Kit, ja. Und da sind unnormal... Warte, ich mache diese Folie ab, dann könnt ihr es besser sehen. Die Marke ist sehr, sehr günstig. Also wirklich günstig, aber sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Und das ist so ein Good-to-Go-Kit, wo ich mir jetzt echt überlege, ob ich das einfach in die Tasche stopfe zum Arbeiten. Das ist so eine, ich swatch mal, also ich weiß, dass die recht gut sind, die Pigmentierungen. Schaut mal, also es sind sehr, sehr schöne Lidschatten. Ich habe, wie gesagt, zwei Paletten davon, die sehr, sehr gut sind. Also muss ich sagen,
gefällt mir sehr gut und ich habe da auch unnormal schöne Töne gefunden. Schaut mal hier gerade die Braun und dieses Gold und so. Vielen, vielen Dank, Schatz. Also das ist mega, mega schön. Das ist auch voll geschickt. Ihr könnt dann das zum Beispiel zumachen und dann sieht es aus wie ein Notebook sozusagen. Und dann haben wir es auch schon. Und zwar ist hier noch ein größeres Päckchen. Da steht, verwöhn dich. Gönn dir. Alida, gönn dir. White Blossom Feelings. Oh mein Gott, das ist richtig geil, Schatz. Ich schwör's dir, ich habe das nicht mehr gefunden. Ich habe das einmal hier gesehen und ich fand das richtig cool, weil ich muss sagen, ich kaufe mir die Zeit tatsächlich immer selber, weil ich die unnormal cool finde. Und zwar ist es ein Duschgel mit White Blossom. Das ist Kokosmagnolie und ich fand den Duft richtig geil. Meine Kollegin oder so hatte gemeint, das ist auch ja, so Magnolie Kokos. Das, oh, das riecht richtig geil. Mein Gott. Mein Gott. Also, es sind unnormal schöne Sachen. Sehr persönlich ausgesucht. Also, diese Sachen kann ich auf jeden Fall super verwerten. Die da verbombe ich auf jeden Fall auch demnächst. Die da teste ich mal, weil, wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Weil das ist extra was für ölige Haut. Schatzi hat richtig zugehört. Die Handcremes, da werde ich jetzt die oder die auf jeden Fall in die Tasche stecken. Den Cosmic Metal werde ich auf jeden Fall für einen unserer nächstjährigen Halloween-Tutorials, also nur, dass du Bescheid weißt, wir werden uns wieder verwandeln. Den ganzen Oktober. Und manchmal ist man schon sehr sprachlos, wenn man halt sieht, dass man Menschen gerade so kennenlernt. Mahlzeit. Ach, die sind so unnormal lecker, Leute. Oh, kauft euch die. Milchgeister. Oh. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht unhöflich. Also, es ist auf jeden Fall eine mega, mega schöne Reise, die man das ganze Jahr über macht. Ihr lernt so viele Leute kennen. Das ist echt mega schön. Und man sollte für jede Begegnung im Leben sehr dankbar sein. Wer weiß, wofür sie gut ist. Und die Weiber und ich, Alida, ich und Freundinnen von uns, gehen alle auf die Glow. Da werden wir auch alle vloggen und euch das Real Life zeigen. Vielleicht das ein oder andere Kooperationsvideo drehen. Das wissen wir noch nicht. Aber nochmal ganz persönlich, vielen, vielen Dank, Dana. Die Sachen sind unnormal schön. Ich habe davon gar nichts. Kein einziges Item habe ich davon. Und das Monsterchen wird jetzt hier gekillt. Die Lidschattenpalette ist richtig schön. Da werde ich auch mal gucken, dass ich die irgendwann mal verwende. Jetzt so in einem Make-up-Tutorial oder so. Und auch dir wünsche ich und euch da draußen einfach wunderschöne gesegnete Weihnachten. Ich hoffe, dass bei euch ein bisschen Schnee liegt. Bei uns liegt gar nichts. Und also ich bin echt sprachlos, wie toll die Menschen sind, die ich kennengelernt habe. Und so, so dankbar. Geht bitte auch bei der Dana auf ihren Kanal und gebt ihr Liebe und lasst einfach mal ein Abo da. Und natürlich lasst mir auch gerne eins da. Ich freue mich. Das Jahr ist unnormal schön gewesen und ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr weiter mit euch geht. Ich habe euch wahnsinnig lieb und auch immer wieder denke ich an, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, total addicted an meine Abonnenten. Das heißt, immer wieder wird es auch mal eine kleine Verlosung geben. Ich werde auf jeden Fall eine größere wieder erst zu 500 Abonnenten starten, weil 400 ich jetzt schon fast erreicht habe. Und dann wird es einfach so stressig für mich, dass ich jetzt schon wieder was besorgen muss. Und das will ich mir ein bisschen ersparen, weil jetzt 400 mich noch nicht so stört. Aber 500 wird natürlich wieder richtig, richtig fett verlost. Ich hoffe, wie gesagt, euch macht mein Kanal weiterhin Spaß. Ich bin euch real enough und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.